Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Im letzten Part sind wir durch die Kavernen der Unterwelt gewandert, haben gegen ein Mitglied der Organisation 13 namens Demix, eigentlich solltet ihr den Namen noch nicht wissen, aber ich habe es einfach mal gesagt, gekämpft. Wir haben das Medaillon des Olymps erhalten, wir haben ein bisschen was extra über die absenten Silhouetten erfahren. Und jetzt sind wir hier vor Meg, die im Übrigen auch entführt wurde im vorletzten Part schon. Und jetzt wollen wir sie befreien. Die arme Meg. Ja, und wir benutzen das Schlüsselschwert, um das Schlüsselloch zu öffnen und so Meg mit zu befreien. Oh je. Almost there. Ja, gleich sind wir bei Meg. Wir müssen nur noch hier in dieses seltsame, grünliche Licht steigen. Mit diesen roten Kristallen, die hinabfallen von diesem grünen Licht. Und dann können wir sie retten. Aber was haben wir überhaupt getan, als wir das Schlüsselloch geöffnet haben? Naja, wenn wir Hades Glauben schenken dürfen, ist es nicht sonderlich gut. Hä? Huh? Ja, das ist Meg. Und das ist auch Hades. Na, that's what I call a key. Gee, thanks for your help. Hä? Huh? Now have a nice day. Hehe. Todestag. Du mich auch, Hades. Sora, behind you! Huh? Oh nein, Carlo. What's wrong? Can't fight in the underworld? Oh, boo, hoo, hoo! Better think again. Charge! Oh, ist das Rowdy Rumble? Oh, klingt das toll. Eine meiner Lieblings-KH-Melodien. Wir sollen Meg beschützen und dabei alle Gegner besiegen. So, jetzt greifen wir mal kurz Carlo an. Oh, oh. Wir müssen schnell zu Meg. Oh, oh. Wir müssen ihn von Meg wegkriegen. So, wir schaffen das. Und ich bin begeistert, was sie aus Rowdy Rumble gemacht haben. Oh, so ein Tunnel. So. Get out of my way. Oh shit. Get out of my way. Get out of my way. Oh je. Wir konnten Carlo nicht besiegen. There's too many. Let's go. Ja. Wuhu! Jetzt kriegen wir auch noch Hilfe. Sorry, I'm late. Oh. Das war ein schöner Pferdekuss. I'll meet you back at the Coliseum. What about you? I'm gonna show these guys what happens when they mess with a true hero. Oh ja. Und wir hauen ab. Aber Meg erstmal stilistisch auf ihrem Pegasus. Now wait a sec. Cool. Tja. Carlo muss sich jetzt erstmal mit Herkules kloppen. Sora, I won't leave him. He'll be okay. Look, even Herc has his limits. He can't keep winning forever. Then we'll go back him up. Gut. Get Meg out of here. Braver Pegasus. Bring ihn raus. Ihn, sie. Bring sie raus, los. Hihi. Oh je.
Ja, Herkules sieht sehr erschöpft aus. Das ist nicht gut. So, und jetzt haben wir Sora und Herkules gegen Carlo und eine Schar von Herzlosen. Oh, und natürlich sind Donald und Goofy auch nochmal dabei. Und jetzt müssen wir Carlo besiegen, bevor die Höhle einstürzt. So, Flipper! Wuhu! So, und jetzt spielen wir wieder gleich Flipper mit ihm. Nein, das ist nicht alles, was wir haben. So, jetzt nochmal Aura-Schild. Und Flipper! Haha! Ja, Carlo kriegt schön auf die Fresse. Nochmal. Aura-Schild und Flipper! So, damit haben wir Carlo erledigt. Booyah! Oh, und ich feiere immer noch, was sie aus Rowdy Rumble gemacht haben. This place gives me the creeps. I'll deal with you nitwits next time. Nulpen. Und oh oh, die Höhle ist am Einstürzen. Oh nein. Schnell weg hier. Could today possibly get any better? This time, Wonder Breath is going down for good. Oh oh, was hat Hades jetzt schon wieder im Schilde geführt? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, wir sind aus den Kavernen geflüchtet. Sean? Wenn das nicht unser aller Lieblingsheld ist, aber zum Helden tauchst du nicht mehr, du hast abgedankt. Ach, Hades. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Mund halten, Schlüsseljunge. Dann bin ich ebenso frei. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Ja, ja, was immer du meinst, aber hey, vielleicht solltest du besser nach der Hydra sehen, die du am Leben gelassen hast. Ich habe gehört, dort oben läuft so einiges aus dem Ruder, du Held. Oh, oh, das ist nicht gut. Warte! Ich verlasse euch nur ungern, aber ich muss mich da um eine Überraschung für euch kümmern. Oh, oh, das klingt überhaupt nicht gut. Also wirklich überhaupt nicht gut. Wir sind wieder am Eingang zur Unterwelt. Mac und Phil sind wieder hier. So, was müssen wir jetzt machen? Ich würde sagen, ja, bevor wir dann Herkules helfen mit der Hydra, die scheinbar da oben so ziemlich Ärger macht, kaufen wir noch ein bisschen ein. Nur für den Fall der Fälle. Noch ein paar Potions und so weiter. Ja, wir brauchen alle 11. So, kann ich noch irgendwas verkaufen? Oh, wir haben Abilitamin bekommen. Das ist gut. Ich brauche noch ein paar Abilities für Sora. So, ach, wir haben sogar 2. Benutzen, Sora. Benutzen, definitiv Sora. So, Abilities. Sora hat nämlich ganz viel gelernt. So, einmal hat er Trio Limit gelernt. Mit dem Kommando Limit kann Sora mit Hilfe seiner Gefährten das mächtige Triogramm auslösen. Verbraucht Soras kompletten MP-Vorrat. Ja, wir haben auch später Limit-Kommandos mit Donald und Goofy und die sind dann auch wieder ein bisschen wichtiger. Allerdings will ich erstmal Lufthiebe aktivieren. Bei Donald will ich Esprit aktivieren. Ach, es geht nicht. Scheiße. Okay, dann müssen wir bei Donald noch warten. Und Goofy, mit der Hyperheilung, ja, müssen wir auch noch warten, weil die Hyperheilung sorgt dafür, dass sich Gefährten schneller wieder beleben. Und ich werde auch nochmal den Kraftbolzen benutzen. Und zwar für Sora. Wieso habe ich jetzt Donald sagen wollen? Ich gebe doch nicht Donald einen Kraftbolzen, wenn, dann gebe ich ihm Magieboost. So. Achso, und ich wollte noch bei der Itemherstellung ein paar Materialien abgeben.
So, schade. Wir haben kein sonderliches Item bekommen. Uns fehlen noch ein paar Sachen. Und was können wir denn jetzt noch machen? Unerfahrener Mori, wir könnten ein Mitternachtskettchen machen. Kann ich ja mal herstellen. So, erhöht die Dunkelresistenz merklich und erhöht die Abwehrkraft deutlich. So, dein Mori ist im Level aufgestiegen. Juna und Energiematerialien können verwendet werden. Verwende sie fortan beim Herstellen von Items. Ja, jetzt haben wir zusätzlich noch die Luna und die Energiesplitter und dadurch werden die ganzen Kreationen, die wir basteln, besser. So, Sora, du kriegst jetzt nochmal das Mitternachtskettchen, damit dann noch deine Abwehrkraft um 3 erhöht wird und deine Dunkelresistenz ein wenig erhöht wird, neben den Resistenzen, die du eh schon erhöht bekommen hast durch den Championgurt. So, dann werde ich jetzt noch einmal speichern. Wir wollen doch hier alles schön vorbereiten. Immerhin wird das gleich ziemlich wichtig werden. So, jetzt habe ich zwischengespeichert. Mir ist allerdings noch eine Sache eingefallen, nämlich die Items. Ja, das dachte ich mir nämlich. So, Donald, du bekommst ein paar Potions. Goofy, ja, Aether ist nicht mehr drin. Das heißt, ich gebe dir 2 High Potions. Und 2 Potions. Du kannst ja immer ein bisschen mehr tragen als der Rest. So, Sora hat noch einen Aether. Sora hat auch noch 2 Potions. Jetzt muss ich nochmal speichern, so ein Mist. Hätte ich mal vorher dran denken sollen. Und, ja, jetzt speichern wir nochmal. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Und im Übrigen, aufgrund der Speicherstände, weiß ich, dass das hier der 30. Part ist. Das Tempo ist eigentlich ganz okay. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Heroenplatz. Mal sehen, was die Hydra so angestellt hat, während Herkules weg war. Das heißt auf jeden Fall nichts Gutes, wenn sie da ganz alleine war. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Die Arena. Die Arena ist zerstört worden. Champ, you're safe. I failed. It's not your fault. I left everyone unprotected. Hades was right. I'm just a washout. Ah, come on, champ. I didn't train you to think like that. Wonder Boy. Phil's right. This is no time to beat yourself up. Oh. I'm some hero. Oh, God. Yeah. Yeah. Don't suppose you got room for one more. We're in. Wow, das bedeutet, Phil, Mac und Pegasus kämpfen zu einem Großteil mit gegen die unerbittliche Hydra. Der Boss dieser Welt. Und ich freue mich auf diesen Kampf. Ich mag diesen Kampf. Jump on the Hydra's back. Spring auf den Rücken der Hydra. So lustig. So, die Hydra war eigentlich meistens am Kopf verletzlich und wir müssen gleichzeitig noch den Schwanz ausweichen. Dieser Kampf ist auch sehr luftintensiv. Wird also noch sehr interessant werden. So. So, und jetzt Guillotine. Wusch, wir haben der Hydra den Kopf abgeschlagen. Und was ist denn, Phil? Was ist los, Phil? Ja, er hat rumgeschrien. Wir sehen ja gleich, was ist. Naja, die Hydra, wie auch im Film Herkules, hat sie mehrere Köpfe und die müssen wir jetzt angreifen. Alle mit der Guillotine. Alle abhacken. Und jedes Mal kriegen wir HP-Kugeln und Drive-Kugeln wieder. Ja, ich weiß. Get on the Hydra's back. Spring auf den Hüten. Spring auf den Hüten. Ja, ist ja. Gleich, Phil. So, und jetzt springen auf den Rücken. Ja, ich weiß, ich bin doch auf dem Rücken der Hydra. Filz zweierlei mit Vasenvolley. Und nochmal.
Und Vasenvolley. Das kann man ziemlich oft machen, wenn man immer wieder auf dem Rücken der Hydra landet. Und jetzt Vasenvolley. Oh, so ein geiles Kommando. So, diesmal sind wir leider runtergefallen. Die Hydra ist deswegen jetzt momentan so ein bisschen gestunt. Deswegen können wir auch ziemlich leicht die Köpfe abhacken. So, da vorne ist der andere Kopf. Und ich würde sagen, das läuft doch ziemlich gut gegen die Hydra. So, und jetzt hat die Hydra noch mehr Köpfe. Oh, verdammt nicht. So. Ach, komm schon. So, da. Da ist doch der Rücken der Hydra. Nein, nicht der Rücken, der Kopf der Hydra. Mann. Ich komme jetzt wieder mit den Körperteilen durcheinander. Verdammt. So, und jetzt angreifen. So. Da, der Kopf ist unten. Weiter. Los, los. So, und jetzt Flug des Pegasus. Ja, wir sind jetzt auf Pegasus Kopf und wir müssen jetzt angreifen. In Kombination. Das ist so cool. Wuhu. Ja, jetzt ist die Hydra ziemlich wütend. Aber wir haben doch ziemlich guten Schaden erzielt. Die Hydra ist jetzt so gut wie tot. Dank Pegasus. So, irgendein Kopf ist doch unten. Der hier. Ja, wunderbar. Und jetzt Guillotine. Wusch. Damit haben wir die Hydra erledigt. Unsere HP haben sich erhöht. Und wir haben außerdem noch die Blitzmagie wieder erhalten. Und das ist der Moment, ab dem bei mir anfängt, Magie gespammt zu werden. Und später dann, wenn Feuer weiterentwickelt, ist auch Feuer. Die ist erledigt. Die Hydra. I let you down. I'm just... no use. Oh, jetzt hör auf, Herkules. Hey, even a god would be exhausted. She's right. Give yourself a chance to rest. There won't be any games for a while anyway. Don't worry about Wonder Boy here. I'll look after him. No, Sora, sehr süß. Donald, Goofy, I owe you big time. Hey, it's no big deal. Just let us know if Hades or the Heartless start acting up. We'll take care of it. Yeah, that's what heroes are for. When did you three make hero? Let's save that for another time. We have to hit the road. Okay, don't be strangers. Gorsh, I hope you feel better soon, Hercules. Yeah. Oh, well, take care, you guys. Stay a little longer next time. We got some serious training to catch up on. Uh-huh. Well, time to go. Oh, I almost forgot. The Olympus Stone. Oh Gott, ist ja richtig fertig. Hä? Huh? Oh! Das kennen wir doch irgendwoher. Ja, ja. Damit öffnet sich ein weiterer Pfad zu neuen Welten. Ich habe irgendwie... Also, selbst diejenigen, die meistens nicht damit rechnen, wissen meistens, wo sich die Schlüssellöcher verstecken, weil die Items meistens in der Story schon wichtig sind. Zumindest kommt es einem so vor. So, und wir haben Heldenwappen erhalten. Erhöht den Schaden, den ein Kombo...
den ein Combo-Abschlussangriff verursacht, proportional zu der Anzahl der Schläge einer Luftcombo. Deswegen ist Heldenwappen auch, wie ich finde, ein ziemlich gutes Schlüsselschwert. Weil, ja, wenn man jetzt so langsam Richtung Luftcombo geht und dann immer mehr Luftcombo-Angriffe macht, dann ist das Schwert ziemlich wichtig. Allerdings, ich habe ja gesagt, Kingdom Key only, und dabei bleibt es. Und wo ist everyone else? Beats me. They must have had some other matters to deal with. Matters? You mean they have more important affairs to attend to than my return? Well, see, there's this Organization 13 that keeps getting in the way. Let those fools play their little game. But what about that run with the Keyblade? He's been a real pain, too. Oh, has he? Oh. Very well, then. I suppose you'd best tell me what's happened during my absence. Ja, Malefiz ist wieder voll da und jetzt erfährt sie, was so in dem Jahr passiert ist, wo Sora geschlafen hat. Was so alles passiert ist mit der Organisation und so weiter. Und... oh nein, diese Musik. Oh, Now I wonder where that old album could be. Queen Minnie! Huh? It's horrible! Was ist denn jetzt los? Something's wrong in the hall of the cornerstone! There's real sharp thorns everywhere! Oh nein, das klingt gar nicht gut. Oh nein. Sieht ja hier alles so düster aus. Oh, King Mickey, I wish you could hear me. The castle is in danger. We've got to do something soon. Donald? Oh nein. Goofy? Where are you? Oh nein. In Disney Castle ist was passiert. Ach du Schande. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Sehr ja. Wir haben jetzt erstmal was erledigt. Und oh, da ist eine neue Welt. Auf dem Radar aufgetaucht. Und zwar Schloss Disney. Wieso ist da die Spielzeit auf 001? Ach so, wegen der Cutscene, ne? Ja, ist klar. Cutscene-Zeit zählt er ja mit. Na gut, dann würde ich sagen, da wir jetzt die Arena des Olymp abgeschlossen haben, mit einem wirklich heroischen Bosskampf, und wir absolut fertig sind mit der Welt und wir auch mal eine Pause brauchen und nicht nur Herkules, würde ich sagen, beende ich hier den Part, gönne dem Ganzen ein wenig Zeit zu ruhen. Und ich würde sagen, im nächsten Part fahren wir dann, beziehungsweise fliegen wir hinunter zu Schloss Disney. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye.